Endlich habe ich die Flamingo-Haarmaske auch und die testen wir jetzt. Ich habe sie bei DM gefunden und da ist eine Haarmaske ohne eine Haube drin. Meine Haare sind ganz schön fettig und die brauchen dringend eine Haarmaske. Mir ist direkt am Anfang aufgefallen, wie gut diese Maske schon riecht. Also so richtig, richtig lecker. Ich hätte sie am liebsten aufgegessen. Hinten drauf steht eine genaue Anleitung. Die Haare sollen ein bisschen nass sein, deswegen habe ich sie mit Wasserspray angesprayt. Und dann die Haarmaske aufgetragen. In der Haarmaske ist wirklich mega viel drin und ich glaube, das reicht sogar für zwei Personen. Ich habe die Haarmaske gut in meine Längen und in meine Spitzen verteilt. Und dann kam das Coolste und zwar die Haarmaske. Es gibt sehr viele verschiedene, aber ich habe die mit Flamingo genommen, weil ich fand die am coolsten. Und die sieht einfach so, so lustig aus. Wie kommt man auf die Idee, so eine lustige Haarhaube zu machen? Das Ganze muss 30 Minuten einwirken und soll dann ausgewaschen werden. Und so sahen dann meine Haare ausgewaschen und trocken aus. Mir gefällt das Ergebnis mega schön, meine Haare riechen gut und glänzen mega schön.